Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Maker 2. Wir haben in der letzten Folge das Obergeschoss fertig gemacht und was will denn die gute Toadette jetzt so Schönes von uns? Wir können absolut gar nichts mehr bauen. Geil, alles fertig. Okay, also ganz offensichtlich müssen wir erst neue Aufträge machen, damit das hier weitergehen kann. Ich denke mal, wir müssen über 30% oder sowas kommen, keine Ahnung. Dann machen wir halt mal die Aufträge von den Toads. Wo sind die denn eigentlich? Da, Steinstepperei. Nee, wir machen hier 16. Wilder Kutschenritt. Das klingt gut, 3 Sterne. Ich habe ein Level mit einem Feuer Junior Clown Kutsche gebaut. What? Okay, der ist absolut cool. Halte Y gedrückt, um harte Blöcke zu zerstören und Gegner zu rösten, wenn du in der Röhre willst, steige mit R aus. What? Schon wieder der Hit-MC. Wie viele Level baut denn der Hit-MC? Was soll Hit-MC heißen? Der Hit-Minecrafter oder was? Ist das der DJ in Minecraft? Kann das sein? Ich hab schon wieder vergessen, was der eben gesagt hat. Irgendwas mit R oder so. Ah, das ist dieses Feuerkutschen-Ding? Oh. Well, okay. Also mit R kann man aussteigen. Das habe ich jetzt verstanden. Oh, es ist sogar ein Sidescroller. Das merke ich ja jetzt erst. So, und wie schieße ich? Ah, okay. Habe ich verstanden. Aber Sidescroller sind ja übelst langweilig. Oh Gott, ich glaube, ich darf auch nicht so weit in die Lava rein, weil sonst sterbe ich irgendwann. Okay, ganz viele Gumbas da oben, die einen töten wollen. Oh Gott, muss man einfach nur ausweichen oder sollte man die vielleicht vernichten? So ein Pilz ist natürlich schon ganz nett. Sterbt! Das ist ja wie diese Sidescroller-Level, die es früher mal gab. Oder diese Spiele, eher gesagt. Ich weiß leider nicht genau, wie die heißen. Aber da gab es auch ein ganzes Genre für. Wenn man von links nach rechts geflogen ist mit seinem komischen, mit seinem Raumschiff zum Beispiel. Hilfe. So wie hier, nur halt in 8-Bit und so. Dann hat man tolle Sachen getötet. Wetten, hier kommt am Ende noch ein Boss? Sonst hätte es, glaube ich, nicht 3 Sterne gehabt. Oh, stimmt, das hat 3 Sterne. Oh Gott. Okay, schon die Hälfte geschafft. Das war jetzt nicht so schwer. Geht's noch weiter? Weil man kann da auch rein. Will ich denn weiter? Will ich da rein? Oh Gott, so viele Möglichkeiten. Okay, man muss da rein. LOL, nein. Oh, dann finde ich hier schon... Dann finde ich hier so einen blöden Block aus Versehen und dann kann ich ihn leider nicht mitnehmen. Okay, toll. Jetzt können wir sogar selbst angreifen. Wow, das verbessert das sogar. Jetzt ist das ja noch mehr wie diese Side-Scroller-Level früher. Also diese Spiele. Oh Gott, bitte trefft mich nicht. Ach Leute, wie steht ihr zu Side-Scrollern? Ich finde die ja mega langweilig, weil man halt da auch nichts machen muss. Man wird quasi in... einem wird vorgeschrieben, wie schnell man agieren darf und kann. Das finde ich immer blöd. Allgemein, wenn man diktiert wird, was man tun und machen soll. Dann auch noch in der Zeit, in die man das machen soll oder wie man es machen soll. So, das finde ich immer blöd. Oh, das Level sei endlich zu Ende. Ich habe keine Lust mehr auf dich. Oh, hä? Ein grüner Cheep Cheep? Das ist auch neu für mich. Wie komme ich da ran? Hä? Ja, als ob. Wie soll man denn da oben an die Zähne rankommen? Anscheinend ja irgendwie mit diesen... Cheep Cheep, aber... Nee. Hä? Wie soll man denn da oben ran? Ich raff's halt nicht. Hallo? Die kann man doch auch nicht kaputt machen, oder? Hey, hätte man da irgendwie mit einer Jump-Attacke irgendwas machen können? Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt so gar nicht. Okay, hier einfach nur ausweichen. Hilfe. Ist das jetzt der Boss? Wie soll ich an euch vorbeikommen, hä? Hä? Ich komme doch gar nicht an den vorbei. Kaputt schießen kann ich sie auch nicht. Ich kann die auch nicht zurückschicken. Hä? Wahrscheinlich ohne das Ding, oder? Nee, auch nicht. Hä? Als kleiner? Auch nicht. Okay, ich raff's halt gar nicht. Wegschieben kann ich die auch nicht. Hä? Okay, I'm missing something, I think. Ich kenne irgendeine Mechanik nicht. Kann man den Schuss vielleicht irgendwie aufladen? Ach, man kann den Schuss aufladen. Ah, und damit kann man dann auch die krassen Steine wegmachen. Okay. Siehst du? Wieder was gelernt. Eigenglück spielen wir hier diesen Abenteuermodus. AKA den Tutorial-Modus. Den keiner interessiert. Aber ich brauche den halt, weil ich halt noch nie so wirklich Mario gespielt habe. Ich hoffe, ihr versteht das, Leute. Ich hoffe, ihr versteht das. Dass ich das brauche. Das heißt, wir dürfen hier auch auf jeden Fall nicht unseren Scheiß verlieren. Aber hier gibt es ja zum Glück noch eine Blume. Dann schießen wir die Kack doch hier einfach alles weg. War der da unten davor auch schon? Ach nee, wir haben die runtergeschossen. Hilfe, ich muss hier durch. So, das knallen wir einfach alles weg. Und dann kommen wir auch auf jeden Fall an die 10 Münzen daran. Ja, easy. Einen brauchen wir noch. Sehr gut. Wieder was gelernt. Nice. Okay, und so können wir auch auf jeden Fall diese komischen Raketen hier alle abballern. Den auch noch weg. Ist mir egal. Beförderung. Danke.
kann einfach mehrere von diesen Mitteldingern einsetzen. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, es gibt immer nur ein pro Level. Und weiter geht die Side-Scroll-Action hier. Okay, hier müssen wir uns garantiert durchschießen. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, wir haben halt leider keine Blume mehr. Okay, das sollte aber lang. Tschüss, Baby Bowser. I'm killing you. Ich frage mich, ob man den auch anders besiegen konnte, als wenn den einfach abschießt oder so. Aber ich probiere das nie aus. Mario Number One. Okay, dafür, dass es 3 Sterne hatte, fand ich es nicht so schwer. Aber wir haben eine neue Mechanik gelernt. Das ist doch schön. Okay, und da ich vermute, dass wir erst neue Aufträge bekommen, sobald wir die Toad-Dinger hier gemacht haben, die Toad-Quests, machen wir die jetzt einfach mal. Steinschlepperei vom roten Toad. Ah, die Bauleiterin muss sich wohl verrechnet haben. Es ist kein Steinquader für die Treppe mehr übrig. Und wie ich sie kenne, wird es unbedingt ein Steinquader aus der Wüste sein müssen. Könntest du mit Hilfe von Y einen herschleppen? Aber hebt ihr keinen Bruch. Die Dinger sind schwer. Erreiche das Ziel mit einem Steinquader. Das klingt jetzt nicht so schwer. Kriegen wir doch hin. Oder Mario? Kriegen wir hin. Easy. Da haben wir doch schon mal unseren Steinquader. Oh, okay, der macht uns aber... Ja, der macht uns auf jeden Fall sehr viel schwerer. Ich finde das immer überraschend, dass in diesen ganz... Oh, dass in diesen ganz alten Mario auch schon diese Mechanik drin ist, dass man... Hilfe? Dass man Sachen tragen konnte. Entweder ist das erst bei Mario... Bei Mario Maker dazugekommen oder das ging früher wirklich schon. Finde ich dann aber überraschend. Ich dachte, dass die allerersten Marios waren wirklich nur so, dass, ja, dass es halt ein Jump One ist. Ohne irgendwas. Aber dann waren die ja auch richtig gut. Aber es hatte nur 2 Sterne, deswegen wird das, glaube ich mal, nicht so schwer sein. Kommst du hier mit ganz rüber? Nee, wie komme ich denn da hoch? Kann man den Stein da irgendwie hochknuddeln? Okay, also wir sind schon beim Ziel, aber ich hätte gern... Ich kann den Stein leider nicht nach oben... nicht nach oben werfen, um das da mitzunehmen. Vielleicht... Oh, shit. Kriege ich den trotzdem noch? Ist das... Nein. Oh, kann ich den bitte trotzdem irgendwie... Oh, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich krieg den Stein nicht wieder. Aber wie soll ich denn da oben hinkommen? Von hier oder... Nee, was? Ja, ich hab den Stein doch noch wiederbekommen. Aber ich weiß jetzt trotzdem nicht, wie ich da oben hinkommen soll. Also klar, ich kann den Stein hier ablegen und dann hier hochhüpfen. Aber das bringt mir halt gar nichts, ne? Was ich noch machen kann, ist zum Beispiel mit dem Stein von hier aus darüber springen. Langt aber auch nicht. Nö, dann keine Ahnung. Aber wenigstens, ich habe den Stein wenigstens nochmal wiederbekommen. Da bin ich ja schon mal glücklich. Was man auch noch versuchen könnte, wäre natürlich von hier irgendwie darüber zu jumpen. Aber da oben ist diese blöde Röhre. Das geht auch nicht. Wie soll man denn an den Scheiß da kommen? Ich habe gar keinen Plan. Na gut, hier, roter Toad, ich habe deinen komischen Stein. Oh, sogar den Stern. Okay, der Stern bringt aber nur 5. Oh, Mario hängt fest. Er kann den Dings hier nicht verändern. Oh nein! Da hat er sich einfach hingesetzt. Oh nein, ich konnte das Ziel nicht erreichen. Oh, roter Toad, ich habe mich plötzlich hier hochteleportet. Und genau 1200 Münzen. Ich hoffe, du bist jetzt happy. Ja, wir können bis ganz nach oben. Oh, kann der da jetzt auch weiter bauen? Der rote Toad war für die Mitte zuständig, nicht wahr? Hallo, roter Toad, willst du irgendwas arbeiten? Oh, Mario, danke nochmal für den Steinquader. Wie du siehst, ist die Treppe schon fertig. Die Bauleiterin ist zwar eine von den Guten, aber manchmal passiert ihr doofen Fehler. Oh, verrate bloß nicht, dass ich das gesagt habe. Zumindest nicht den zweiten Teil. Bald ich neue Anweisungen von der Bauleiterin bekomme, mache ich hier weiter. Nice. Kann man hier einfach runterhüpfen? Nein, leider nicht. Okay, also wir müssen wirklich die Quests von den Toads machen, damit sie hier wieder was machen kann, weil sie irgendwas Blödes gemacht hat. 1300 will der. Meine Güte, ist das alles teuer hier. Dann helfen wir doch mal dem Grün weiter. Himmlische Arbeiten. Himmlisches Arbeiten. Ohne Lakitos-Wolke komme ich hier nicht zum Westflügel. Aber die Bauleiterin will das sich einfach nicht einsehen. Könntest du mir nicht eine neue besorgen? Ich verspreche auch, ich bin ganz vorsichtig damit. Erreiche das Ziel... auf einer Lakitu-Wolke. Oh Gott, dann müssen wir erstmal einen Lakitu töten und ihm seine Wolke klauen. Aber nicht die nette, todische Art. Kleiner grüner Toad. Du neidischer Typ, bist ja nur neidisch, dass der Lakitu seine Wolke hat. Oh, okay, wir müssen ihn doch nicht klauen. Dann geht das klar, glaube ich. Oh, wir haben aber auch nur 15 Sekunden, das ist ja mega der Speedrun hier. OMG. Boah, ist das alles knapp, nur noch 8 Sekunden, das schaffe ich ja niemals. Nein, oh Gott, die... LOL. Also die Wolke hätte ja ruhig die Zeit halten können hier. Okay, dann sind wir, glaube ich, die kleinen... Obwohl, wenn wir ganz schnell sind...
Wenn wir ganz schnell sind, dann sollte das eigentlich gehen. So ganz nach unten. Die Mütze nehmen wir auch noch mit. Wir nehmen hier alles mit. Wir dürfen einfach nicht stehen bleiben und dann ist alles cool. So. Nehmen wir auch. Wieder hoch. Nein! Diese Wolke lässt sich so blöd steuern. Aber ohne Witz, ich will auf jeden Fall diese 10 Münzen da haben auf der rechten Seite. Das hat mich jetzt angefixt. Die will ich haben. Das ist eine tolle Herausforderung. Das ist eine tolle Herausforderung. So, hier dürfen wir jetzt... Nein! Ich war zu langsam! Oh Gott, die Wolke geht doch gleich kaputt. Moment, Moment. Nein! Wolki! Wolki! Aber es ist auf jeden Fall sehr gut möglich, alle Münzen tatsächlich auch mitzunehmen. So, man muss nur sehr, sehr schnell sein und alles in einem Ruck machen. Hier muss man trotzdem ein bisschen aufpassen, damit man halt nicht stirbt. So, das sieht doch viel besser aus. So. Sogar alle Münzen mitgenommen. Haha! Ich hätte bestimmt noch ein bisschen weiter nach oben gehen können, aber passt schon. So, Toad. Ich hab dir sogar 35 Münzen mitgebracht. Was sagst du nun? Da ist sie, die Wolke. Kann er da endlich wieder rüber. Süß, wie die Wolke so grinst. Die freut sich, dass sie hier mitarbeiten darf. Oh, und danke für die neue Wolke, Mario. Und glaube mir, da kann nichts passieren. Wenn ich irgendwann mal Barlotter werde, dann kriegt jeder so eine Wolke. Und ein Superhammer und ein Brenner. Und, sag das bloß nicht der Bauleiterin. Okay, dann können wir also den Westflügel jetzt bauen. So, oh, guck mal, wie sie sich freut, die kleine Wolke. Ich find's süß. Macht das übrigens nicht nach, kleine Leutchens. Auf Wolken kann man nämlich nicht wirklich reiten. Da fällt man einfach durch. Auch wenn das ein bisschen schade ist, aber ist so. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall den Westflügel weiterbauen können. Guck mal, der kostet sogar nur 1100. Easy, ja, möchte ich. Wird aber richtig teuer, ne? Mit der Zeit. Wir sind hier die ganze Zeit schon arg arm. Oh, dann der blaue Tod natürlich auch nicht. Auch noch, damit er nicht wieder weint. Der lila Tote, der die Ausrufezeichenblöcke anfertigt, ist noch immer nicht hier. Ich fürchte fast, die Bauleiterin hat sich mit dem Luftgalieren-Zeitplan vertan. Also bitte suche nach dem lila Tod und bring ihn zu uns. Noch ein weiterer Tod. Erreiche das Ziel mit einem Tod. Kann man den Tod einfach mitnehmen oder wie läuft das jetzt? Der verlorene Tod. Garantiert auf dem Luftschiff. Wie sich das gerade angehört hat. Ja, mein erstes Luftschiff. Oh Gott, warte. Pilzchen nehme ich immer gerne mit. Hui. Okay, mega gut. Hatte auch nur 2 Sterne, ne? Da ist der lila Tod. Wie klein der ist. Okay, der folgt einem. Ich hoffe, der kann nicht getroffen werden von den Kugelwillis. Weil das wäre ein bisschen assig, wenn der einfach sterben könnte. Doch kann er, nein! Ich rette dich! Ah, das ist wie so ein Baby. Baby Mario. Kann der den Pilz mitnehmen? Warte, das möchte ich ausprobieren. Nimm den Pilz. Ne, kann er nicht. Okay, schade. Fände ich witzig, wenn er selber groß werden könnte. Der kleine Dude. Kleiner Toad, ganz groß. Oh. Aber nein, komm her. Hallo, Baby Toad. Nein, du ertrinkst doch in deiner eigenen Blubberblase. Hallo. Jo, wie weit geht er denn weg? Komm jetzt her. Das ist super nervig. Es gab aber, glaube ich, mal so ein Baby Mario Spiel. Da war das auch so. Mit Yoshi war das damals, glaube ich, ne? Auf dem Advance oder so. Ich bin nicht ganz sicher. Habe ich leider nie gespielt, weil ich nie einen Advance hatte. Und die ganzen Advance-Spiele dann später erst alle auf dem DS spielen. Und das ging dann ganz später auch nicht mehr. Nein! Komm her! Nein! Oh Gott! Wir sind doch gleich beim Ziel! Ich spüre es! Ja, da! Ja! Nice! Sehr gut, kleiner Toad! Oh yeah! Mario Time! Und wie soll dieser Baby-lila Toad jetzt mithelfen? Er ist doch viel zu klein für irgendwas. Viel zu klein für den Bau. Oh, er ist plötzlich gewachsen. Der war eben noch kleiner. Ah, der hatte die Ausrufezeichenblöcke dabei. Jetzt können wir da mit den Ausrufezeichenblöcken rüber. Das ist doch schön. Und der Westflügel ist auch ein bisschen weiter vorangeschritten. Okay, cool. Hallo. Oh, der lila Tod hatte Ausrufezeichenblöcke für uns angefertigt. Die Bauleiterin hat ihn wohl tatsächlich auf den falschen Luftgaleere beordert. Manchmal habe ich das Gefühl, es würde besser laufen, wenn man uns nicht die ganze Zeit von oben reinreden würde. Aber verrat bloß niemanden, dass ich das gesagt habe. Dann werde ich mich jetzt wohl weiter um den Ostflügel kümmern. Okay. Mach du mal. Hat der lila Tod auch noch irgendwas zu sagen? Arbeitest du jetzt mit? Oh, danke, dass du mich abgeholt hast. Unglaublich, dass es auf einer Luftgaleere unseren Feind gelandet war. Ich bin übrigens der lila Tod. Freut mich sehr. Meine handgezimmerten Ausrufezeichenblöcke sind im ganzen Königreich berühmt. Probier sie einmal aus, dann wirst du sehen, warum. Okay, also er arbeitet gar nicht mit. Er chillt hier nur sein Leben. Kann man eigentlich 2 Aufträge auf einmal machen, wenn man genug Geld hätte? Ich glaube schon. Aber ich habe halt nicht genug Geld.
So, aber jetzt, wo der lila Dude da ist, ist ja doch bestimmt auch irgendwo so ein Block, oder nicht? Scheinbar nicht, aber hier ist Rubbel Rubbel. Rubbel Rubbel, was willst denn du? Hey, Kleiner, ich hätte einen Vorschlag für dich. Du hilfst mir und ich lösche die Steine auf der Röhre da. Eine Hand wäscht der andere, hä? Heißer Regen, Schwierigkeit 1. Ja, easy, Rubbel Rubbel, mach ich für dich. Die Zielpersonen sind Hotheads. 7 Stück. Wie? Du weißt nicht, wie man Hotheads los wird. Tja, das ist dein Problem. Vielleicht kannst du dir vor Ort irgendein Hilfsmittel beschaffen. Besiege mindestens 7 Hotheads. Ach, Hotheads. Und erreiche das Ziel. Kann ja nicht so schwer sein. Oh, lass mich auf dich, Jungchen. Der heiße Regen. Mit gerade mal 50 Sekunden. Okay. Ist schon klar, was wir machen müssen, oder? Wir haben jetzt diesen komischen Hut. Und wenn wir die dann, diese Hotheads, oder diese, ja, okay, wenn er die Hotheads nennt, auf jeden Fall diese fliegenden Viecher hier mit unserem Hut treffen, dann sterben die halt. Ja gut, das war ja super easy jetzt. Wir haben sogar mehr als 7, kriegen wir jetzt eine extra Belohnung dafür. Wow, Rubbel Rubbel, was eine krasse Aufgabe. Nein, biete keinen Applaus für so einen Scheiß. So, dann Rubbel Rubbel das mal weg. Gut gemacht, Kleiner. Dann werde ich mal fix die Steinchen für dich rausradieren. Wie sieht die an? Dieses ätzende Braun. Diese fiesen Risse. Der hilft nur radieren. What? What? Ach die, ich dachte, er macht die rechten weg. Ist das ein Kinderspiel oder... Oh mein Gott. Nein! Nintendo, was? Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Gut, er hat sich einen abgerubbelt. Alles klar, wir gehen mal in seine abgerubbelte Röhre rein. Nintendo, why? Ach, danke, danke, Rubbel. Okay, die Dinger können wir kaputt machen. Und da ist ein Typ drin. Hallo, Blocky. Hi. Hä, was mache ich denn jetzt hier? Tauchen. Mauritius! Der Name ist mir sympathisch. Halt für einen kleinen Auftrag. Du wirst es nicht bereuen. Schaffe, schaffe. Ausrufezeichen Block baue. Okay, hat auch noch einen Stern. Machen wir. Wir sind auf der Suche nach einem neuen Häusle. Oh nein, bist du ein Bayer oder was? Würdest du den Grundriss mit Ausrufezeichenblöcken abmessen? Kleiner Tipp. Mit nach unten kannst du in der Luft eine Stampfattacke ausführen. Ich baue auf dich. Ja, witzig, Nintendo. Ihr seid, habt tolle, tolle Sprüche auf Lager auf jeden Fall. Der Mauritius. Der hat ja fast meinen Namen. Ist ja krass. So, gut, er hat mir einfach nur gesagt, dass ich hier Stampfattacken machen soll. Und dann kommen die nämlich alle auf einmal raus. Dann muss man da nicht jedes Mal gegenhüpfen. Bei denen auch, bei den Kleinen? Nee, okay. Hier können wir leider keine Stampfattacke machen. Das heißt, wir können das nur so machen. Okay. Ja, cool. Hat auch nur einen Stern, wird also auch nicht so krass sein. Hier, Stampfattacke, das geht auf jeden Fall sehr viel schneller. Vielleicht, oh, schade. Stampfattacke! Okay, dann geht man auch so nach oben. Verstanden. Ist halt auch wieder nur ein Tutorial. Nein, what? Wow, Stampfi-Attacke! Richtig geil ausgewichen. So, einen Pilz brauche ich gerade nicht. Den kann man runterschicken. Wofür ist die... Da rechts ist auch noch so ein Teil, keine Ahnung. Nein, Moment, nein! Na, wofür ist das? Das muss doch auch für irgendwas sein. Warte, das möchte ich ausprobieren. Kommt man da irgendwie ran? Kann man die irgendwie umdrehen, die Kugelwillis? Oder wir müssen hier später nochmal hin, wenn wir durch eine blaue Röhre kommen oder so. War, was weiß ich denn schon? So, jetzt erstmal hier alles mitnehmen. Wir können locker... Nee, komm, können wir durch die gelbe Röhre durch irgendwie? Wenn wir das nicht ganz hier machen? Hey, ich bin voll verwirrt. Wofür ist das denn hier alles? Okay, so, dann kann der das wenigstens machen. Ich glaube, so ist das auch gedacht. Und dann können wir hier rein. Da oben ist aber noch was. Da will ich schon hin. So 10 Münzen finde ich schon ganz schnieke. Gott, nochmal. Danke. Gehen wir hier rein. Aber da waren noch 2 andere Röhren. Das verunsichert mich halt mega. Hä, jetzt ohne Witz? Da hätte man locker noch irgendwas anderes machen können. Naja, egal. Ge oh. Shit. Das geht auch. Das wusste ich nicht. Dass man über das Ziel hinausschießen kann. Hui. Hab ich gemacht. So, was gibst du mir jetzt Tolles? Machst du vielleicht diese blöden Blöcke weg? Ja, herzlichen Dank. Da fällt mir ein Mauerstein vom Herzen. Dann werde ich gleich mal schaffen gehen und was ganz Schönes bauen. Da bleibt kein Stein auf dem anderen.
Schaffe Häusle baue. Ein Fragezeichenblock. Als Belohnung habe ich einen befreundeten Fragezeichenblock hergerufen. Gib ihn doch mal einen freundlichen Klaps, wenn du ihn siehst. Noch eine Quest für uns. Also ansprechen müssen wir ihn auf jeden Fall. Ich hätte da noch einen Auftrag für dich. Als Belohnung gibt's was richtig Gutes. Weit und breit Dunkelheit. Jetzt nicht mauern. Falls du es dir noch anders überlegst, der Vorarbeiter weiß auch über meinen Auftrag Bescheid. Genau, man muss sich nämlich immer nur einmal abholen und dann kann man einfach zu Toadette gehen und die macht das dann für einen. Er hat wahrscheinlich auch noch einen Auftrag. Ja, damit er die rechten Dinger hier wegmachen kann. Oh. Hallo, lila Toad, was siehst du? Oh, guck mal, Mario. Der gelbe Toad schläft hier einfach, während die anderen schuften. Wollen wir ihn aufwecken? Na, später. Erstmal möchte ich gucken, was hier dieser Fragezeichenblock macht. Lol, da ist einfach nur Geld drin. Kann man den jetzt jedes Mal benutzen, wenn man... Das war ja unnötig. Wenn man ein Level abschließt, dann hat man immer, was weiß ich, 5 Münzen mehr oder so? Immerhin. Gut, dann würde ich aber sagen, was das auch mit dieser Folge. Wie gesagt, Folgen sind jetzt kürzer, dafür häufiger, weil ich muss aufschließen auf die anderen. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr keine Folgen mehr verpasst, dann auch ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.